Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, in den letzten Tagen und Wochen haben sich ja immer mehr News und Gerüchte um die ja anscheinend neue oder bevorstehende Rennsimulation/Rennspiel-Rennsport verhärtet. Und ja, wir schauen in diesem Video einfach mal uns die Seite an, die es dazu gibt. Ehrlich gesagt, so viel mehr gibt es dazu auch gar nicht. Und ja, schauen uns mal an, um was es sich hier handelt, ob das vielleicht ja ein ernstzunehmendes Spiel, eine ernstzunehmende Simulation werden könnte. Und ja, wollen einfach mal so einen ersten Eindruck gewinnen. Auf der Seite hier könnt ihr euch natürlich einen Trailer anschauen. Ehrlicherweise ist der aber ziemlich nichtssagend. Da steht einfach ein Porsche und ein BMW M4 GT3 in einer Art Garage und es gibt ein paar schöne Aufnahmen davon. Ja, sieht gut aus, aber man sieht absolut gar nichts von Gameplay oder sonstigen. Und ja, vielleicht werden wir auf der Seite hier ein bisschen schlauer. Wir gehen mal runter. More than a racing game. The competition has been part of our cultural heritage. Also ja, die Competition ist quasi unsere Herkunft für mehrere Jahrhunderte. Ja, und deswegen haben wir mit Rennsport gestartet. Ja, die Seite ist komplett auf Englisch. Es gibt anscheinend keine anderen Sprachen, auch wenn das ja auf jeden Fall eine Firma ist, die in Deutschland, in München sitzt. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, zu dieser Firma findet man relativ wenig. Deswegen wirken einige Sachen ja noch etwas merkwürdig, die dieses Spiel betreffen, sage ich auch schon mal gleich. Was wir hier auf jeden Fall sehen, wir haben hier drei Sachen. Wir haben einmal Racing Game. Hier unten steht auch Ultra Realistic Racing und Unreal Engine 5. Also ja, die ganz neue Unreal Engine 5 wird wohl verwendet. Das sollte aber wohl kein Problem sein, so wie ich das verstanden habe. Ja, können Spiele aktuell auf Unreal Engine 4 quasi programmiert werden und dann relativ leicht auf Unreal Engine 5 geportet werden, was eben gerade erst neu rausgekommen ist. Das soll vor allem grafisch ein großer Schritt sein. Also das scheint jetzt nicht so ein großes Problem zu sein. Interessant ist aber, dass hier von Racing Game geschrieben wird, denn ja, es wird nicht direkt als Simulation bezeichnet, was gleich die Frage wirft, okay, wir haben E-Sports sogar anscheinend mit einer Partnership der ESL, also ja, auch einer sehr großen E-Sports-Vertriebsfirma. Und da ist es dann schon etwas merkwürdig, dass man das Produkt als Racing Game ja, vermarktet, betitelt. Gerade eine Firma, die anscheinend zuvor sehr viel Erfahrung hat mit Marketing. Die scheinen früher, ja, oder zumindest der Geschäftsführer war in einigen Firmen beteiligt, die wohl sehr stark im Bereich Publishing von Games aktiv war, also alles recht interessant. Genauso wie der dritte Punkt hier, Real Digital Ownership. Und das gucken wir uns gleich mal genauer an. Wir springen aber erstmal rein in den Punkt Racing Game. From Racers, For Races From Races, so rum. Ja, ist im Endeffekt hier wieder sehr viel ja, PR-Schrift, die man bei den meisten Rennspielen liest, also von Rennfahrern für Rennfahrer. Ja, es wird halt hier auch wieder gesagt, wir benutzen die neueste Technologie und ja, haben quasi keine Limits. Es ist anscheinend eine Rennsimulation, die wirklich von Anfang an neu gebaut wurde, die nicht auf einem bestehenden Rennspieltitel aufbaut, so wie man das auch vom Twitter-Account, der noch sehr, sehr klein ist, aber hört, scheint es am Anfang einen sehr großen Fokus auf den GT3-Bereich zu geben. Deswegen wahrscheinlich auch der Porsche und der BMW ja, ausgewählt, um halt im Trailer zu sein. Aber es soll wohl später auch noch andere Fahrzeugklassen hinzukommen. Der E-Sports-Bereich, in den wir jetzt mal kurz reinschauen können, der soll sich aber erstmal komplett auf die GT3s beschränken. Man muss aber auch dazu sagen, also ich habe ein bisschen gesucht im Internet, von Seiten der ESL habe ich absolut gar nichts gefunden, gar kein Statement zur Zusammenarbeit. Hier wird zwar im Bereich E-Sports gesagt, dass ja, hier steht es in Collaboration with Rennsport. Everything has been developed with the requirements of eSports in mind from the very start. Also ja, Rennsport wurde mit der ESL zusammen entwickelt, mit dem Hintergedanken eSports von Anfang an.
Klingt natürlich erstmal sehr gut, klingt sehr Richtung iRacing gehend, weil auch nirgendwo wirklich groß Singleplayer oder AI thematisiert wird, also ja, KI-Piloten. Es scheint anscheinend wirklich, wirklich ja, Player versus Player-based zu sein. So kriegt man jedenfalls den Eindruck, auch wenn dazu eben auch nicht so viel gesagt wird. Und wie gesagt, von Seiten der ESL. Also ich habe kein Statement oder eine Zusammenarbeitsankündigung irgendwo gefunden. Wenn ihr da irgendwelche Informationen findet, sagt mir da gerne mal Bescheid, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Weil wenn das wirklich stimmen sollte, dass die ESL hier mit drin hängt seit Anfang an, wäre das natürlich schon ein sehr interessanter Schritt, weil die ESL halt wirklich eine sehr, sehr große E-Sports-Company ist und das könnte natürlich gerade im E-Sports-Bereich, wenn das Spiel rauskommt oder Simulation und gut ist, von Anfang auch ziemlich einen Push geben. Ja, wenn das alles so stimmt. Denn jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, der Real Digital Ownership. Und hier wird es richtig interessant und auch etwas, ja, vielleicht merkwürdig, muss man ganz ehrlich sagen. Your sweat, your tears, your ownership. Also, ja, dein Schweiß, deine Tränen, dein Eigentum. Du investierst Zeit, hast Geld ausgegeben für dein Hobby und was ist am Ende deins? Alles. Mit Rennsport kannst du dir deine eigene Legacy mit individuellen Autos, angepassten Strecken und vielem mehr sichern. Deine erstellten Gegenstände werden dein eigenes sein und du kannst sie durch einen Marketplace, also Marktplatz deiner Wahl tauschen oder verkaufen, wie auch immer Trade, also eigentlich tauschen. Das ist sehr interessant. Das klingt nämlich sehr nach, ja, ihr habt wahrscheinlich schon erraten, NFTs, die ja zurzeit sehr im Trend sind. Das ist sehr, sehr interessant. Also wie ja sowas zusammenpassen soll mit gerade auch dem E-Sports-Faktor, da bin ich echt mal sehr gespannt drauf. Vor allem auch in dem Punkt hier unten, Toolkits for the Modding Community. Also das Spiel ja, ist wohl sehr darauf ausgelegt, dass man es modden kann. Das wird aber sehr interessant, wenn ein Spiel gleich von Anfang an wirklich im Modden bewirbt, kann das nämlich relativ schnell in eine Richtung gehen, wo man halt in Probleme laufen kann, weil wie sieht zum Beispiel aus mit Lizenzierung, wenn man hier sagt, Individual Cars, also selbstgestaltete Autos, ja, weiß ich nicht. Also man findet auch übrigens nirgendwo irgendwelche Hinweise zum BMW und Porsche Branding, wie offiziell das ist. Von den Seiten Porsche, BMW ist mir auch absolut nichts bekannt. Andere Autos sind noch nirgendwo zu sehen, weder auf den Social Media Kanälen noch hier auf der Seite. Also aktuell sind es wirklich nur zwei Autos, die quasi stehen oder gescreenshottet sind. Wirkt alles noch nicht so richtig vertrauenserweckend, vor allem wenn man dann sagt, dass anscheinend schon in diesem Sommer, so, wohl sogar schon relativ bald, eine Closed Beta stattfinden soll und das Spiel dann auch in naher Zukunft released werden soll. Und dafür sieht man eben noch sehr, sehr wenig. Kommen wir nochmal kurz zu dem Punkt zurück. Ja, was wäre denn, wenn es NFTs sind? Also, das würde im Endeffekt heißen, dass man ja sich eigene Autos, Strecken, was auch immer modden kann und die dann anscheinend wirklich ja, verkaufen kann, tauschen kann, wie auch immer. Aber das dürfte sehr, sehr interessant werden, wie das dann funktioniert, weil es scheint sich ja nicht nur um irgendwelche Skins zu handeln, die man dann vielleicht verkaufen kann oder so, sondern ja, hier steht es, richtige Autos, Strecken. Und ja, wie gesagt, also gerade mit Strecken, die man ja dann offiziell für Geld verkaufen kann, die dann im Zweifel nicht lizenziert sind offiziell. Puh, weiß ich nicht. Also ich denke mal, die brauchen eine gute Rechtsabteilung. Kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus mit dem ganzen Thema, aber das so quasi offiziell anzubieten und vor allem, was heißt auch Marktplatz deiner Wahl? Das wird interessant. Also ja, wie gesagt, hört sich alles sehr in Richtung dieser NFTs an, wo ich auch sagen muss, habe ich jetzt nicht allzu viel Ahnung von. Aber ich finde es sehr interessant, dass es jetzt ein Rennspiel gibt, was anscheinend in diese Richtung gehen wird. Wie gesagt, aber gerade so Modding-Community und E-Sports sind auch zwei Sachen, die irgendwie merkwürdig sind. Also es scheint ein sehr umfangreiches Spiel zu werden, generell. Obwohl man auf der anderen Seite wieder sagen muss, klingt das alles ein bisschen merkwürdig, denn anscheinend, was man so hört durch bestimmte Quellen, ja, scheinen das Team, was dieses Spiel entwickelt, sehr, sehr klein zu sein.
stellt auch keine neuen Programmierer ein. Es werden eigentlich nur irgendwelche Content- oder PR-related Stellen zurzeit angeboten, wie Videografie oder Content-Erstellung. Ja, ist sehr interessant. Also aktuell drehen sich ja viele Gerüchte auch darum, dass das ein Scam sein könnte. Ich meine, gut, aktuell haben wir eh nur die Webseite und Social Media Accounts. Viel mehr gibt es nicht. Dementsprechend, ja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Wirklich viel mehr raus findet man eh nicht. Aber ja, es dürfte relativ interessant werden, was dieses ganze Thema betrifft, weil, wie gesagt, aktuell haben wir auch noch überhaupt gar nichts in Richtung Gameplay gesehen, und wenn wir da bald schon eine Closed Beta bekommen, ist das auch ein bisschen, ja, merkwürdig, wie gesagt. Und ja, ansonsten sind einige Punkte, die auch auf Social Media bekannt gegeben wurden, dass zum Beispiel ein Wettersystem, das wird wohl erst dann später eingeführt, okay, soweit so gut, aber eben auch, eigentlich jede Frage, die in die persönliche Richtung geht, also auf die Firma bezogen, die dahinter steckt, auf die Angestellten, wird immer komplett abgeblockt mit den Antworten, dass man sich darum später kümmert oder das später veröffentlicht oder so weiter. Ja, auch hier auf der Seite findet man jetzt nicht allzu viel von. Hier sind, wie gesagt, die Stellenangebote, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ja, natürlich noch ein bisschen Marketing-Sachen. Ja, und das war es dann im Endeffekt auch schon. Hier ist noch ganz interessant, es wird anscheinend, hier Closed Beta im Sommer 22 und dann ein Open Beta im Frühling 23 geben, und es wird sich anscheinend nur um ein PC-Game drehen. Das war absehbar, weil, wie gesagt, die Entwickler früher auch immer sehr basiert waren auf PC-Sachen, beziehungsweise die Firma, der Geschäftsführer auch dahinter steckt, der schon in einigen anderen Firmen dahinter steckt, obwohl das auch sehr interessant ist. Es gibt da einige Firmen, mit denen er verlinkt ist, die ja fast so eine ähnliche Aufmachung haben. Es sind immer irgendwelche Technologiekonzerne, die immer so eine Landingpage haben, aber dann ja wenig oder gar keine Referenzen. Es wirkt alles etwas merkwürdig. Also ich sag's mal so, wenn das was wird, dann könnte das hier wirklich ja langfristig vielleicht sogar ein Gegner zu einem ACC werden. Es könnte aber auch sein, dass das ein totaler Flop wird und dass ja das ein sehr merkwürdiges Projekt wird. Man nimmt sich hier auf jeden Fall sehr, sehr viel vor, auch hier mit einer Companion-App, die es dazu geben soll, und ja, was nicht noch alles, gerade die Marktplatzgeschichte und so weiter. Wirkt, wie gesagt, alles sehr interessant. Ja, ansonsten kommt natürlich auch noch dazu, welche Rennserien werden abgebildet. Wird das irgendwas Lizenziertes? Ich meine, die GT World Challenge ist ja, bei ACC abgedeckt. Da man bisher eigentlich ja Bilder von der Rennstrecke immer nur Hockenheim gesehen hat, lustigerweise auf dem einen Bild von Twitter fahren die Autos sogar verkehrt herum auf Hockenheim, auf der Stadtzielgerade. Ich dachte erst, das ist eine andere Strecke, aber nee, die fahren einfach Hockenheim verkehrt rum, was irgendwie auch sehr merkwürdig ist, wenn man nur zwei in-game, in Anführungsstrichen, oder Screenshots/Renders hat und dann einer, wo in Hockenheim spiegelverkehrt gefahren wird. Okay, merkwürdig, aber wie gesagt, da man nur Hockenheim sieht, gäbe es für mich zwei Möglichkeiten für eine Lizenzierung, falls es überhaupt in die Richtung geht. Einerseits natürlich DTM, würde Sinn ergeben. Es geht die 3-Serie, die gerade auch so ein bisschen international Bekanntheit erringt. Oder vielleicht ADAC GT Masters, obwohl man bei beiden sagen muss, da hat ja Raceroom schon Lizenzen für. Also auch das ja ist interessant. Ansonsten GT3-Rennserien, die in Hockenheim fahren, eher schwierig. Daher würde ich zum jetzigen Zeitpunkt von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, erstmal davon ausgehen, dass es anscheinend oder wahrscheinlich keine ja lizenzierte Rennserie geben wird, sondern ja wahrscheinlich nur die Autos, obwohl man da, wie gesagt, auch noch gar nichts zu findet. Also ja, ich bin mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Wenn es dazu irgendwann mal nennenswerte neue Informationen gibt, dann lasst es euch hier auch gerne wieder wissen. Schreibt mir bis dahin gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema meint. Gerade auch, was den E-Sports-Faktor und den, ja, nennen wir es mal NFT-Faktor, den Real Digital Ownership-Faktor hier angeht. Ja.
Es bleibt abzuwarten. Vielleicht wissen wir in ein, zwei Monaten schon mehr. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.